Ja, hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Zweitliga-Heimspiel gegen den SSV Jan Regensburg. Das Endergebnis war 1:1. Ich darf auf dem Podium Gästecheftrainer Mersat Selimbegovic begrüßen und wie immer unseren Cheftrainer Bernhard Trares. Dem Gast gebührt das erste Wort. Herr Selimbegovic, Ihr Fazit zu den 90 Minuten hier am Dalle. Vielen Dank, guten Tag. Ja, Fazit, dass wir einen Punkt mitgenommen haben, aber es war viel mehr drin. Es war ein Spiel, so wie wir erwartet haben, dass wir mehr Ballbesitz haben, dass wir dann so eher ein bisschen dominieren und uns in eine Situation bringen, dass wir dann auch in der letzten Drittel gute Entscheidungen brauchen, um Torschancen zu erspielen. Die haben wir auch gehabt. Leider war heute Chancenverwertung einzige Manko, was wir der Mannschaft vorwerfen können. Und dann noch dazu kommt, dass wir uns in zwei Situationen so verhalten haben, wie wir uns nicht verhalten dürfen gegen so einen Gegner. Wir haben denen dann zum Kontern eingeladen. Einmal war es gleich 0-1. Das hat die Sache noch schwieriger gemacht. Aber trotz alledem sind wir unserer Linie treu geblieben, haben versucht, die Räume zu bespielen und dann Torschanze zu erspielen. Und dann allein in der ersten Halbzeit müssen wir schon Ausgleich machen oder wenn nicht sogar Spiel komplett drehen. Zweite Halbzeit haben wir genauso begonnen. Und bis zum Ausgleich waren wir bessere Mannschaft, was auch irgendwo auch liegt, dass der Gegner sich ein bisschen zurückgezogen hat, auf die Konter gelauert hat, dass nochmal den Lucky Punch setzt. Wir haben Ausgleich dann gemacht und dann sind wir zu hektisch geworden. Wir haben genug Zeit gehabt, nochmal das alles auszuspielen und noch mehr Torschancen zu kreieren. Und am Ende haben wir noch eine gehabt, aber leider haben wir nicht gut rausgespielt. Am Ende in 93, glaube ich, so dass wir mit dem Punkt leben mussten, nach der Pause, nach dem jetzt zwei Spiele in 4 Tagen. Ist halt nach dem Spielverlauf, meiner Meinung nach, war mehr drin, aber es ist 1-1. Den Kollegen und Würzburger Kickers alles Gute weiterhin. Vielen Dank, Bernhard, deine Analyse zum Spiel. Ja, zuerst bin ich erstmal stolz auf meine Mannschaft, wie sie das Spiel angegangen sind, wie wir die Möglichkeiten rausgespielt haben, besonders auch in der ersten Halbzeit, wo ich fand, wir haben sehr gute Kontermöglichkeiten, sehr gute Umschaltmomente gehabt, wo wir hätten 2-0, vielleicht sogar 3-0 führen können heute in dem Spiel. Haben uns gewehrt über alles, mussten das eine oder andere zulassen hinten, wo wir den Ball nicht weggeschlagen haben, aber eher, finde ich, jetzt so ein bisschen wo wir selbst die Chancen zugelassen haben, also wo wir frühzeitig hätten klären können. Da waren 3, 4 Situationen da im 16er. Wir haben genau auf das gewartet, wie wir es 1-0 gemacht haben. Haben dann auch 4 gegen 3 sind wir zweimal gelaufen. Sehr, sehr gute Möglichkeiten gehabt. Und leider, wie im Hinspiel auch, hat der Schiedsrichter heute wieder einen sehr großen Einfluss gehabt. Im Hinspiel haben wir eine rote Karte bekommen und heute ein ganz klares Foul vor dem Tor. Wir haben aufgefordert, dass sie sich es bitte angucken. Haben sie nicht gemacht. Somit müssen wir heute 1-1. Wir sind total unglücklich. Wir hätten einen Sieg verdient gehabt. Die Leidenschaft, die wir auf dem Platz hatten, 75. Minute 1-0. Ich glaube, hinten raus hätten wir noch größere Chancen gekriegt, dann auch den Deckel draufzusetzen, aber durch das 1-1 war das Spiel natürlich nochmal offen und dann ging es darum, einfach zu versuchen, über lange Bälle nochmal, über den Stefan nochmal eine Chance zu kriegen. Ja, wir sind total enttäuscht, weil wir ein gutes Spiel gemacht haben, kämpferisch, die Mannschaft extrem zusammen ist und leider das 12. Mal, glaube ich, dieses Jahr, wo die Entscheidungen immer gegen uns fallen. Deshalb großes Lob an die Mannschaft, wie sie trotzdem weitermacht. Andere Mannschaften hätten, glaube ich, schon aufgehört, hätten sich ergeben und unsere Mannschaft kämpft und fightet in jedem Spiel. Und deshalb bin ich heute sehr stolz. Vielen Dank, Bernhard. Wir haben uns die Fragen von den Journalistenkollegen wieder vorher eingeholt. Ich darf an Johannes Liedl übergeben. Genau, dann fange ich an mit den Fragen der Ringsburger Journalisten. Mersat, von Heinz Gläser von der Mittelbayerischen. Du wirktest vor dem Wechsel sehr unzufrieden. Was missfiel dir am meisten? Ja, das ist immer im Spiel so, wenn du 0-1 hinten bist und so viel Ballbesitz hast, so viel Druck ausübst, auch Torschancen hast, wenn du Tor nicht machst, dann gefällt es mir natürlich das nicht. Und dann haben wir noch ein paar Mal sehr naiv
Bälle verloren, wo wir die nicht verlieren dürfen. Aber das ist alles normal. Es war nicht einfach zu spielen. Der Gegner steht mit Rücken zur Wand. Die haben alles probiert, was geht. Platz war auch nicht einfach zu bespielen. Trotzdem habe ich Anspruch an unsere Mannschaft, dass wir diese Dinge noch abstellen mussten. Zum Beispiel Fehler von dem 0-1, wo wir nach dem Freistoß in Dribbling gehen, statt Flanken, wo wir dann nicht unterbrechen. Und das passiert jetzt in 3,5 Tagen zweimal. Dass solche Dinge machen einen wahrscheinlich nicht nur unzufrieden, sondern ein bisschen mehr. Hast du es angesprochen, das Abwehrverhalten beim Gegentor, war das einfach zu naiv? Ja, ich weiß nicht, wie oft wir diesmal die Situation hatten, wo wir sagen, dass wir zu naiv, das Spiel nicht gewonnen, zu naiv das gewesen. Das ist wahrscheinlich das richtige Wort, aber langsam bin ich müde von dem Wiederholen. Wir müssen solche Dinge abstellen. Wir spielen zweite Bundesliga, es geht um Kleinigkeiten. Wenn du diese Konter nicht erlaubst, wenn du die unterbrichst, dann steht 0-0. Und dann gewinnst du das Spiel, weil genau das wollten wir nicht, hier im Rückstand zu geraten. Die Situation, wo Würzburg steht, die werden dann kontern, die haben schnelle Leute vorne. Und genau das haben wir dann auch angesprochen und trainiert, aber leider Gottes ist ziemlich schnell genau das passiert. Und das ist dann etwas, wo wir wirklich uns möglichst schnell eine Lehre ziehen müssen und solche Sachen bis zum Ende nicht mehr wiederholen. Fehlt der Mannschaft trotz allem noch so ein wenig Kraft, um den entscheidenden Punch zu landen? Ich würde es nicht sagen, dass Kraft fehlt. Es fehlt einfach immer noch ein bisschen Gefühl für das Spiel. Es fehlt ein bisschen Spritzigkeit, was auch normal ist, wenn du 18, 19 Tage keinen Fußball spielst und auf einmal in 4 Tagen bist du so gefordert gegen einen Aufstiegsaspirant und einen, der mit Rücken zur Wand steht. Die verlangen dir alles ab. Und daher können wir nicht sagen, dass uns Kraft gefehlt hat, aber diese Kleinigkeiten fehlen schon, wenn man sieht, dass man Annahme, Mitnahme unsauber ist, dass man Flanken in Kniehöhe bringt, dass man solche Sachen, glaube ich, sind dem geschuldet, dass wir 2 Wochen nicht Fußball gespielt haben, aber um Kraft liegt es nicht. Was sagst du zur schwachen Chancenverwertung? Ich glaube, mehr oder weniger gesagt, das ist etwas, was uns verfolgt, die ganze Saison, aber wichtig ist, dran zu glauben. Wir haben dann dran geglaubt, trotzdem, dass wir Tor machen können oder bis Ende geglaubt, weil wir könnten am Ende auch einen Konter über Kahn und Albers, wenn er schafft, quer zu spielen, dann gewinnst du auch das Spiel. Das ist das Schwierigste im Fußball, Tore zu machen am Ende. Wir machen viele andere Sachen richtig gut, lassen auch nicht viel zu. Chancenverwertung, da müssen wir arbeiten, das ist klar. Worauf liegt der Fokus im Training in der Länderspielpause? Es bietet sich an, wieder über Chancenverwertung Tore machen, weil wenn wir das noch schaffen, dann sind wir ganz schnell nah dran an unserem Ziel. Dann noch 2 Nachfragen von Magnus Rötzer von idova.de. Welche Fortschritte hast du im Vergleich zum Fürth-Spiel gesehen? Ja, wir waren in die Lage, unser Spiel durchzuziehen, hoch zu pressen, zu stressen, Umschaltspiel. Das hat besser ausgeschaut, dass wir die Abstände und Kompaktheit hatten, dass wir dann diese Automatismen wieder erkannt haben, dass wir, was noch gefehlt hat, dass wir das wirklich diese letzte Viertelstunde noch ruhiger mit Spielverlagerung arbeiten, dass wir da Gegner ein bisschen auseinanderziehen und dann in die Box reingehen. Aber das waren schon viele gute Sachen im Vergleich zum Fürth. Es waren auch 2 komplett andere Spiele. Ich weiß nicht, ob man das auch 1-1 vergleichen darf. Ist der eine Punkt in Anbetracht der Umstände, vor allem die Vielzahl an Chancen, am Ende zu wenig? Klar, also ich bin nicht zufrieden mit dem Punkt, aber ich musste mit dem Punkt leben. Das ist halt so. Ich wusste, dass ein schwieriges Spiel sein kann oder sein wird. Das haben auch ein paar andere, die ein bisschen andere Ambitionen haben, hier auch erlebt. Vielen Dank. Vielen Dank, Johannes. Dann kommen wir zu unseren Nachfragen. Michael Fürst von den Fränkischen Nachrichten will von Bernhard Travis wissen, was hat der fußballisch heute bei deiner Mannschaft gefallen und war das nach dem 1:1 schon volles Risiko auf Sieg oder noch mit angezogener Handbremse? Ja, zum Ersten hat mir gefallen, ich sag mal, wie wir in den Umschaltmomenten waren, wie wir in die Tiefe gegangen sind, hätten wir durchaus das eine oder andere Tor einfach noch machen müssen, wenn wir da bessere Entscheidungen treffen, haben super umgeschaltet, haben die Regensburger richtige Probleme gehabt. Hätten wir das 2:0 noch drauflegen können, dann sieht es natürlich nochmal anders aus. Wie war die zweite Frage nochmal?
Ob das nach dem 1:1 dann quasi schon volles Risiko war? Ja, die Jungs waren natürlich total unzufrieden, weil der Spielverlauf war klar für uns. Dann natürlich mit dieser Fehlentscheidung und die Jungs haben mehr oder weniger diese Entscheidung auch für sich getroffen, zu sagen, also wir können heute nicht mit dem Unentschieden zufrieden sein nach dem Spielverlauf. Wir wollen unbedingt den Sieg. Und so haben sie dann auch hinten raus gespielt und sind das Risiko auch gegangen, dann maximal die Bälle nochmal nach vorne zu schlagen, über zweite Bälle vielleicht nochmal zu einer Chance zu kommen. Baumi hatte dann nochmal einen guten Schuss, wenn der vielleicht ein bisschen abgefälscht wird. Dann die Chance natürlich für Regensburg, war das grobe Foul wieder an Lodric vorangegangen, was man auch nicht so zählen kann. Aber wir wollten gewinnen, ja, wir waren unzufrieden mit diesem Punkt. Wir hätten einfach viel mehr verdient heute. Dann Frank Rane wieder von der Mainpost. Was war das heute ein Fortschritt oder ein Rückschritt im Abstiegskampf? Ja, Punkt ist, wir wollten unbedingt gewinnen. Von dem her tut es natürlich weh, aber so wie der Punkt natürlich zustande gekommen ist, muss man natürlich die Entscheidung vor dem Tor, das klare Foul sehen und das tut natürlich weh, aber wir machen weiter, wir bleiben konzentriert, versuchen das Maximale rauszuholen. Natürlich mit 3 Punkten hätte es natürlich viel, viel besser ausgesehen, aber ich weiß nicht, wie viele Punkte uns heute Entscheidungen oder in diesem Jahr oder in dieser Saison Entscheidungen gekostet haben. Es ist kaum noch zu ertragen. So viele Fehlentscheidungen, so viele schlechte Entscheidungen gegen uns. Wir kriegen dann zwar immer wieder eine Entschuldigung von den Verantwortlichen, die sagen, oh, es tut uns leid, das stimmt, das war eine klare Fehlentscheidung, aber wir können uns nichts dafür kaufen. Wir müssen die Mannschaft immer wieder aufrichten, die Mannschaft muss sich aufrichten, der Verein muss sich aufrichten. Wir haben das Standing nicht, das ist klar, das sieht man und wir müssen auch gegen das Standing kämpfen. Dann weitere Nachfrage von Frank Ranevda. Sie haben erstmals Rashid van La Parra in der Startelf aufgestellt. Wie zufrieden sind Sie mit der Leistung? Ich war sehr zufrieden mit seiner Leistung. Ich fand, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht, hat einige Ecken noch rausgeholt. Ich glaube, wenn er im Umschaltspiel waren 3 Möglichkeiten, wo wir uns anders entschieden haben, ihm nicht den Ball zu geben. Ich glaube, wenn er noch den Ball gekriegt hätte, hätte er natürlich noch mehr Torszenen gehabt. Ist unglaublich viel gelaufen, gut angelaufen, hat sich im Zweikampf behauptet, viele Bälle festgemacht. Ich fand, das war ein sehr gutes Spiel von ihm. Dann können Sie etwas zur Verletzung von Rich Munsi sagen, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Ja, er hat einfach das Knie in Hintern gekriegt. Ich habe da eine gute Sichtweise rüber und ja, muss man mal abwarten, wie hart die Prellung ist. Ob es schwerwiegender ist, der musste raus. Frenkie Ronstedt vom Tor ist 3 Minuten behandelt worden, musste raus. Und die letzte Nachfrage noch von Kickers TV. Schaffen Sie es noch, alle Fehlentscheidungen aufzulisten in dieser Saison? Nein. Okay, dann vielen Dank für die ausführlichen Antworten und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Heimspiel. Danke. Den gestern guter Nachhauseweg. Ciao. Bis dahin. Okay. Ciao. Ciao.